Freitagabend hier in Münster. Heute Abend ist Fraktionsempfang der AfD, Stadtratsfraktion. Im Hintergrund sind schon einige Leute, ich denke es sind mehrere hundert, wenn nicht tausende, angetreten, um gegen die AfD zu protestieren. Derweil hat die Stadt ganz offensichtlich die Gebäude mit blauen Fahnen geschmückt, AfD-blau mutmaßlich. Insofern ein deutlicher Kontrast und wir fragen jetzt einfach mal, was los ist, beziehungsweise was ist denn so schlimm, wenn die Regierung mal irgendwann durch die AfD gestellt werden sollte? Mal sehen. Hallo, darf ich euch gerade fragen, was passiert, wenn die AfD an der Regierung ist? Was passiert denn dann? Wir werden viele Dinge in Frage stellen, wenn die AfD, beziehungsweise die AfD wird viele Dinge in Frage stellen, wenn sie in der Regierung ist. Okay, ist ja erstmal nicht verkehrt. Journalist oder was? Presseausweis? Oder was? Journalist oder was? Oder was? Ja, oder was? Ja, oder was sonst? Nein. Sagen Sie doch mal, wer Sie sind. Ich bin von der AfD. Sie sind von der AfD? Von der AfD. Okay. Ja, ist doch okay, oder? Bin nicht von der AfD, ist auch okay. Habe ich was gedacht, aber Schwein muss man so mal jemanden nennen? Ist das so normal? Ist das so? Ich rede nicht mit Ihnen. Ich verrate Ihnen mal, ich bin von der AfD. Und das Tolle ist, wenn wir uns treffen wollen in Wirtshäusern, irgendwelchen Räumen, gibt es typischerweise Drohanrufe, teilweise Anschläge von Antifa und so weiter, damit die Leute Angst haben, die Wirte Angst haben, die AfD teilweise Angst bekommen soll, um sich nicht zu treffen. Ich finde das undemokratisch. Also AfDlerinnen sind ja erstmal Bürgerinnen, die können sich auf alle gleichen Rechte berufen. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, easy. Wie gesagt, es ist eine Demokratie und es gibt demokratische Spielregeln. Und dann müssen wir uns halten, dann muss sich die AfD halten. Es gibt Gleichbehandlungsgrundsätze und so weiter. Es geht nur eben darum, nicht unvereinbare Werte. Das ist eben so das. Ich weiß noch nicht genau, welche Werte, aber vielen Dank. Ehrlich gesagt, finde ich das, was Sie gesagt haben, kann ich alles unterschreiben. Das Problem ist, dass viele andere hier heute Abend uns nicht mal filmen lassen wollten oder uns angehen körperlich. Und das ist echt das Problem. Aber wenn so Leute wie Sie diese Ansicht vertreten, auch denen gegenüber, bin ich sehr froh. Wie gesagt, es ist halt, man tritt halt als Demokraten gegeneinander an. Und es ist eben die Frage, ich würde auch sagen, in der AfD gibt es viele Demokratinnen und Demokraten. Es gibt Grenzen, wie eben diesen völkischen Flügel in der AfD. Das ist eben, oder auch zum Beispiel die Werteunion. Das sind eben so kleine Gruppierungen, in denen man sich gegen... Werteunion geht auch nicht? Verschiedene Aussagen innerhalb der Werteunion. Es gibt auch Aussagen bei den Linken und bei den Grünen, die nicht gehen, oder? Definitiv. Darf ich Sie was fragen? Sie haben so viele Schilder in der Hand für Nazis, nee, kein Platz für Nazis, so sieht's aus, genau. Darf ich Sie fragen, Red mit denen nicht. Mach's okay. Nicht. Mach's nicht. Gehen Sie bitte weiter und halten Sie sich mit anderen Leuten, danke. Also Sie wollen... Gehen Sie weiter und hören Sie auf, mich zu filmen. Nein, lassen Sie einfach mal ganz normal reden und sagen Sie, Sie möchten das nicht. Völlig in Ordnung, aber anfassen müssen Sie mich nicht, oder? Achso, jetzt tut mir leid. Okay, ist in Ordnung. Machen Sie für ein Beispiel vielleicht Ausländerfeindlichkeit? Weil ich glaube, die meisten AfDler behaupten, Sie sind nicht ausländerfeindlich. Sie äußern sich aber ausländerfeindlich und verhalten sich auch so. Welches Verhalten meinen Sie zum Beispiel? Das Verhalten, dass Sie die Flüchtlinge ablehnen. Also meinen Sie, sollte man Flüchtlinge reinlassen... So viele wie kommen, sollte man reinlassen. Grenzen auf. Ja. Das meinen Sie? Ja. Okay. Ja. Aber warum? Sie schüren Vorbehalte gegen Leute, die Sie nicht kennen. Nur allein von ihrer Herkunft. Aber wollen Sie, dass die Grenzen aufbleiben für jeden? Ja, natürlich. Das wollen Sie? Ja, natürlich will ich das. Sie wollen noch mehr Leute? Ja, natürlich. Okay. Dann eine Frage. Weil Sie hier geboren sind, haben Sie kein Recht zu bestimmen, wo die Leute hin dürfen oder nicht? Bisher war das so, Sie doch. Glück gehabt, dass Sie in der Bundesrepublik geboren sind. Sie hätten doch genauso in Nigeria geboren werden können, theoretisch. Meinen Sie? Und dann würden Sie gerne hierher kommen wollen. Die Grenzen auflassen für jeden. Okay, eine Frage. Wissen Sie, wie viele Menschen in Afrika, oder wie lange braucht es in Afrika, dass 1 Million Menschen mehr da sind? 1 Million Menschen mehr geboren sind? Ist doch schon rassistisch. Ja, natürlich ist sie rassistisch. Die Bundesregierung geht genau das Thema ein. Das ist doch unverschämt. Und außerdem, Sie müssen sich mal vorstellen, Sie haben einen Mann in Ihren Reihen, den man offiziell laut Verfassungsgericht Faschist nennen kann. Sie dürfen die Meinung haben, jemanden so zu nennen. Ich darf Sie auch sonst wie nennen, also aber das ist Meinungsfreiheit. Ich darf den Herrn Höcke, darf ich Meinungsfreiheit nennen. Meinungsfreiheit. Ja, also das nennen Sie Meinungsfreiheit. Sie schauen immer so neugierig rüber. Genau da sind wir, genau. Also, ich sage direkt dazu, wir sind von der AfD und fragen die Leute... Achso, das wissen Sie, okay. Und wir wollen einfach fragen, glauben Sie, weil eben hieß es so, wir müssen es verhindern. Wir müssen es verhindern, dass es nochmal passiert. Das war eine Ansprache eben. Also, was damit gemeint ist, ist uns beiden, glaube ich, klar.
Irgendwas wie 1933. Hey, ganz vorsichtig. Ganz einfach sachte Wurf lassen. Aua! Ja, genau, aua. Ja, aua. Waren Sie denn hier? Ja, aua. Aber warum sind Sie denn wirklich hier? Ist das so schlimm? Weil ich das ganz schlimm finde, dass Sie sich ausgerechnet im Rat der Frieden sagt. Hallo, ganz kurz. Einfach mal nicht uns hier behindern. Gibt es die Falschen auch? Wir sind von der AfD, das stimmt schon, aber er behindert uns gerade. Nein, danke. Kein Problem. Mitglieder von der AfD sind ja auch frei, oder? Einfach weitermachen. Einfach ignorieren. Und einfach mal. Freuen Sie sich darüber, wenn sowas behindert wird? Entschuldigung? Freuen Sie sich dann? Ist das gut? Nein. Nee, im Ernst, wenn das behindert wird, wenn wir keine Aufnahmen machen dürfen, ist das gut? Nee, definitiv nicht. Aber Sie freuen sich doch irgendwie trotzdem. Nein, ich finde es eher ein bisschen erschreckend, dass er. Dass er das macht. Genau. Ja, finde ich auch. Ich verstehe den Grund zumindest nicht ganz. Weil er das macht? Nein, ich verstehe nicht genau, warum er. Weil, glaube ich, alles, was irgendwie AfD ist, sein Problem darstellt. Wir sind von der AfD. Oh nein, um Gottes Willen, oh nein! Genau, da wir doch ein bisschen sehr massiv behindert wurden gerade, also wir konnten keine Aufnahmen mehr machen, weil jemand dauernd die Hand oder Zettel vor die Kamera hält, bitten wir jetzt einfach die Polizei, uns dort zu helfen und weiterfilmen zu können. Also, wir machen jetzt den super Schleichweg ohne Polizei, weil die Polizei meint, sie kommt uns hier nicht durch. Mal sehen, wer den Schleichweg noch kennt. Wir schauen mal. So, Begrüßung jetzt. Ich hatte eben noch gesagt, hier stehen die bürgerlichen Leute, also harmlos. Wir wurden getreten, gedrückt, angeschrien ins Gesicht. Also das Bürgerliche geht heute Abend hier so ein bisschen verloren. Und da geht es jetzt richtig los anscheinend. Also das ist die bürgerliche Seite, nicht die Antifa oder die bürgerliche Antifa. So, es ist wunderbar eingekreist sozusagen an allen Seiten. Dort drüben ist sogar eine Tribüne, wo dann nochmal, tja, ich weiß nicht genau was, aber irgendwas gesagt wird, was schlimm ist, weil die AfD so schlimm sein soll. Wir schauen mal. Da vorne wedelt auf jeden Fall eine blaue AfD-Fahne. Wir gehen mal hin. Aber nicht vor die Polizei treten, ne? Und keine Kinder, keine Kinder. Oder kann man nach ehrlich gesagt, was mich wirklich stört, alle können demonstrieren, wie sie wollen, aber dass hier Kinder hingestellt werden mit Schildern in der Hand, die wissen beim besten Willen nicht, was sie hier rufen, was sie hier skandieren, was sie hier brüllen, das halte ich für wenig sinnvoll von den Eltern. Das können sie sich gerne mit 16, 17 überlegen, aber wir haben hier Kinder, die wir natürlich nicht zeigen, die wir gleich pixeln. Das, finde ich, geht zu weit.